Hallo und herzlich willkommen. Heute fliegen wir gemeinsam über den beliebten italienischen Badeort Caorle. Caorle ist eine Stadt mit 11.000 Einwohnern und einer Fläche von 150 Quadratkilometern. Damit zählt Caorle flächenmäßig zu den größten Gemeinden Norditaliens. Die Stadt liegt an der Mündung der Livenza in die Adria. Caorle wird häufig Klein-Venedig genannt. Diese Bezeichnung verdankt der Ort seinen kleinen Gassen, den Glockentürmen und der in typisch venezianischen Farben gestrichenen Häusern. Bemerkenswert sind vor allem die Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert und der zylindrische Glockenturm sowie die Kirche Madonna dell'Angelo am Oststrand. Am Ende des Felsendammes Richtung Oststrand steht die kleine Kirche Madonna dell'Angelo. Sie ist ebenso sehenswert wie die innerstädtische Kathedrale. Die Stadt liegt an der norditalienischen Adria zwischen den Badeorten Bibione und Eraclea. Die Lagunenstadt Venedig ist 60 Kilometer, Triest 120 Kilometer entfernt.
Ohne die Fraktionen besteht die eigentliche Stadt aus drei Teilen: den Oststrand, die Innenstadt und den Weststrand. Der Duomo, die ehemalige Bischofskirche der Stadt, wurde Anfang des 11. Jahrhunderts erbaut und im Jahr 1038 fertiggestellt. Sein 48 Meter hoher, schief stehender zylindrischer Campanile aus der gleichen Zeit ist das Wahrzeichen der Stadt. Der Ort ist über 2000 Jahre alt. Im 5. Jahrhundert war Caorle eine der größten Städte in Norditalien, Handelszentrum und wichtiger Hafen. Durch klimatische Veränderungen und die Versandung des Hafens verlor Caorle aber seine Bedeutung. Ein Großteil der Caroleser siedelte damals nach Venedig über. Aus dieser Zeit resultieren sehr gute Beziehungen zu der Seerepublik. Caorle war eine der wenigen venezianischen Städte, die nicht gewaltsam unterworfen wurden. Das milde Klima, im Sommer fast täglich über 30 Grad, wusste auch Schriftsteller Ernest Hemingway zu schätzen, der in einem Anwesen am Rande der Lagune wohnte und dort Inspiration fand zu seinem Roman Über den Fluss und die Wälder. Heute ist das Haus unbewohnt und man kann es im Zuge einer Exkursion vom Schiff aus sehen.
Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.